Servus, grüß euch. Ich beschäftige mich in letzter Zeit relativ viel mit diesem lustigen, antiken Medium da, das nennt sich Audio-CD und die Älteren unter euch kennen das vielleicht nur, da hat man früher seine Musik drüber gehört. Ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch formuliert, aber dazu noch mehr später, weil ich mache ja gerade wieder meine österreichische Rock- und Metal-Bands, eine Vorstellungsreihe, wo ich Alben von Bands vorstellen, herzeigen. Und natürlich bietet es sich an, dass ich da was in die Kamera halte und eine CD, die man in die Hand nehmen kann und das Cover herzeigt und ein bisschen herumblättert. Das ist natürlich super leibend für das Medium Video. Aber sonst bin ich gerade mit dem Medium zumindest gedanklich in Berührung gekommen, weil ein paar befreundete Bands von mir, die sind derzeit wieder im Studio und nehmen ein neues Album auf und da stellt sich zu irgendeinem Zeitpunkt immer die Frage, jo, was macht man mit unserer CD? Wie groß ist die Auflage? Lassen wir es brennen oder darf man es doch pressen? Ist ein bisschen teurer. Was macht man für ein Case, ein teures Case oder eher ein Pappcase oder ganz was Einfaches zum selber basteln und so weiter? Das sind so die ganz normalen Fragen, die man sich so immer so stellt, wenn man ein Album aufnimmt. Aber in letzter Zeit her ja immer öfters so die Frage, braucht man überhaupt eine CD? Müssen wir als Band eigentlich eine machen? Ist das überhaupt nur notwendig? Wollen wir das eigentlich? Bringt das was? Interessiert das die Leute eigentlich, dass wir überhaupt nur eine CD, also ein veraltetes Medium, herausgeben? Die CD ist jetzt fast 40 Jahre alt, die Markteinführung war 1982 und natürlich in den 80er Jahren war es das ultimative Medium. Na gut, da waren die Schallplatten auch noch sehr aktiv damals, aber spätestens dann so in den 90ern war die CD natürlich das Um und Auf. Ich habe früher auch viel CDs gehört, man hat ja nichts anderes gehabt. Naja, man hat noch Musikkassetten gehabt, aber die war halt die Qualität ziemlich schlecht von Musikkassetten. Da sollte ich mir ein Video machen über meine Musikkassetten. Inzwischen ist nämlich viel passiert, dass die CD immer unpraktischer und immer unattraktiver gemacht hat. Früher hat man natürlich eine CD braucht, damit man die Musik überhaupt in guter Qualität hören kann. Ich habe natürlich auch damals noch immer ein Autoradio hinten an CD-Wechsler drin gehabt mit 10 CDs, so ein Riesengerät, wo man die CDs rein sortiert hat und die hat dann alle zerkrotzt gewesen und dann hat man sie geärgert und ja, das waren die guten alten Zeiten, hat man unterwegs 10 CDs plus auf Kassetten eventuell auch noch ein paar gehabt. Oder wenn man so ein spezieller Paradiesvogel war, wie ich, hat man dann irgendwann einmal auch einen Minidisc-Play im Auto gehabt. Ja, aber alles Schnee von gestern, zumindest für mich, weil ich inzwischen die Musik eigentlich ausschließlich nur mehr im Streaming-Form konsumiere. Das passt für mich persönlich einfach viel besser, weil ich bin ganz selten wo auf einem Ort und höre nur dort Musik. Ich muss jetzt ständig mit mir einen Rucksack herumschleppen Walkman drinnen oder einen Discman, genau, Walkman war ja nur für Kassetten und alle meine ganze CD-Sammlung dabei und so. Das ist einfach nicht mehr attraktiv, wenn es einfach in einer modernen Zeit dieses Streaming gibt. Und ich weiß, dieses ganze Streaming-Thema mit der Vergütung und dass die Künstler da abgezockt werden, das Thema los jetzt einmal, das schneide ich jetzt nicht an. Da gibt es genug anderes Potenzial für andere Videos zu dem Thema. Mir geht es jetzt wirklich nur mal um die Frage, braucht man heutzutage nur CDs? Braucht man wirklich nur CDs? Braucht ihr CDs? Das würde mich extrem interessieren, deswegen habe ich da oben jetzt eine Umfrage eingeblendet und während ihr an dieser Umfrage teilnehmt, gehe ich schnell auf den Dachboden und zeige euch meine kleine CD-Sammlung von damals noch. So da, und da bin ich, meine gute alte CD-Sammlung. Alles, was ich damals gekauft habe, ist da jetzt beieinander. Ich meine, wie ist denn das jetzt? Ich habe es eigentlich noch nie gezählt, weil ich noch nie mehr CD-Sammlung gezählt. Moment. Okay, das sind ungefähr 40 pro Stoß, 40, 80, 120, 160, 200. Ja, da rühmen auch noch ein paar. Das heißt, so 250 CDs dürfte ich in meinem Leben mir so geleistet haben damals. Das Coole ist schon, ich habe zu jeder einzelnen davon habe ich eigentlich eine kleine Erinnerung, eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe mir eigentlich immer nur recht ausgewählt CDs gekauft, weil ja, man hat ja nicht unendlich Geld gehabt damals. Und das war schon cool damals, so eine CD ist quasi nur was, das zelebriert worden. Die habe ich jahrelang genossen und nur die CDs gehabt. Aber trotzdem, wenn ich mir diese ganze Sammlung jetzt anschaue, ich wüsste einfach nicht mehr,
Was ich damit machen soll, außer dass ich da jetzt weiß, da gibt es einen Platz, der hat einen sentimentalen Wert, da sind alle meine CDs, aber ich werde mir es nie wieder anhören. Ich werde mir nie wieder, mein ganzes Leben lang nie wieder da eine CD rausnehmen und mir dann wirklich vom Datenträger aber mir anhören. Ja. Ah, übrigens, das ist cool, das ist die Dark Genesis von Iced Earth und die hat quasi einen Seltenheitswert, weil das ist die erste Serie, die über Fehlpressung oder Falschpressung, das heißt, da sind die Covers auf die falsche CD gepresst worden. Iced Earth haben damals sogar eine Rückrufaktion gestartet, dass man zurückschicken kann, dass man die richtige kriegt, aber nein, das mache ich doch nicht, weil die hat jetzt quasi Seltenheitswert. Ja, aber man das nicht viel bringt, aber trotzdem gut zu wissen. Ja, meine CDs, ein Altar der Vergangenheit. Ja, was sagt der dazu? Weil ich jetzt ganz schön außer Puste bin, werde ich da jetzt nicht wieder reinrennen, sondern ich werde mich alle teleportieren. Also, CDs, damals sicher geil, ganz viel mit Erinnerungen verbunden, Nostalgie und so weiter. Ja, das ist Nostalgie, allgegenwärtig. Aber heutzutage brauche ich es einfach nicht mehr. Meine CDs werde ich wahrscheinlich mir mein Leben lang behalten, einfach so, weil es einfach meine CDs sind, mit ganz vielen Erinnerungen. Aber eine neue CD kaufen ist hier irgendwie überhaupt kein Grund mehr. Deswegen bin ich also ein bisschen zwiegespalten, was CDs von Underground-Bands betrifft, weil auf der einen Seite sage ich, ich brauche keine CDs mehr, auf der anderen Seite sage ich, Underground-Bands, schickt mir eure CDs. Also wie passt das zusammen? Und ich habe das Ganze für mich inzwischen schon so im Kopf zurechtgelegt, ist, dass eine CD für mich zumindest heutzutage kein Medium mehr ist zum Musik abspielen, sondern es ist mehr eine Trophäe oder es ist zumindest der Gegenwert oder es ist eine Geste, dass ich die Band unterstütze. Weil natürlich als Band, wenn man ein neues Album hat, will man das natürlich auch auf den Konzerten so ein bisschen unter die Leute kriegen und das bietet sich natürlich auch, dass man da wirklich physische CDs mit hat, die kann man herzeigen und die Leute ganz euphorisch sind nach dem Auftritt, kann man denen die eigene CD ins Gesicht fallen und sagen, schau wie geil, eine CD, der kann angreifen, angreifen, geil. Und dann kann er vielleicht sogar ein bisschen Geld ausgeben dafür und mit der CD heimgehen. Die CD her, dass ich da haben, nie an, die kommt wahrscheinlich irgendwo in der Kastel rein und die vergisst er dann. Ich kaufe mir immer wieder CDs von Nachwuchsbands natürlich und ich stelle mir sie ins Regal oder irgendwo anders stehen und ich mache es doch nicht auf, ich tue doch nicht die CD aus, ich habe nicht einmal mehr einen CD-Player, einen funktionierenden, nur mehr irgendwo das CD-ROM-Laufwerk und das funktioniert auch nicht mehr gescheit. Das heißt, ich höre mir die CD dann sowieso im Internet an. Das heißt, ich streame die dann, weil die meisten Bands sind sowieso auf Spotify etc. Das heißt, ich habe zwar die gekaufte CD von dieser Band da in der Hand, höre aber dann trotzdem die Musik über Spotify an. So ist es heutzutage, ja. Das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, ob man jetzt wirklich nur CDs braucht, weil wenn man die Band unterstützen will, kann man ihr ja einfach so 10 Euro in die Hand drücken und sagen, da hast du einen 10er, macht was Schönes damit. Aber das fühlt sich auch irgendwie nicht richtig oder das fühlt sich so ein bisschen wie Klingelbeutel oder Betteln oder so irgendwie an. Wohingegen Merchandise und CDs kaufen fühlt sich nur echter an. Da weiß man, da unterstützt man die Band mit gutem Geld und kriegt eine Kleinigkeit zurück und das fühlt sich einfach nur wertiger an. Wie ihr wisst, habe ich ja eine eigene Band, Lack of Purity, und wir werden sicher irgendwann wieder mal ein neues Album aufnehmen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, ich als großer CD-Verächter, werden wir überhaupt noch eine CD aufnehmen? Ich glaube schon. Genau aus den Gründen, weil wenn man selbst was, zumindest das ist jetzt wieder mal meine Ansicht und ich glaube, ich spreche da auch für meine Kollegen, wenn man selbst was in den Händen hat, eine CD, ein Album, eine Produktion, dann fühlt sich das einfach anders da, als wenn das wirklich nur digital im Internet existiert. Zum Beispiel eine CD einfach zu besitzen und zu sagen, ha, da haben wir Monate, Jahre unseres Lebens rein investiert und jetzt ist die CD fertig, da steht's und vielleicht haben es noch ein paar andere Leute auch als Trophäe daheim stehen, dann fühlt sich das einfach gut an, auch wenn man genau weiß, wird sich kein Hund jemals mehr anhören, auf diesem Medium zumindest. Ein kontroverses Thema, hat dieses Medium der CDs nach 40 Jahren des Bestehens nur Daseinsberechtigung oder ist es nur mehr nostalgischer Blödsinn für ewig Gestrige, die einfach nicht drüber hinwegkommen, dass sie die Zeiten geändert haben? Ihr könnt es mir unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu denkt. Das würde mich sehr interessieren und ich weiß, da kochen die Emotionen hoch und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da jetzt einiges mir zum Erzählen hat.
Jo, das war's. Danke fürs Zuschauen wieder mal und danke für euer Interesse auch an meinen Videos da auf meinem Kanal Humaldo Rockt. Und wenn alles gut geht, gibt's dann nächste Woche wieder eine Albumvorstellung. Pfiat euch und bis demnächst. Metal, Alter!